Moin moin Leute, heute zeige ich euch alle versteckten Audioauszeichnungen und Videodateien in Call of Duty World War 2. Die erste befindet sich auf der Map der Final Reich, direkt am Start. Dort auf diesem Holzfass befindet sich die erste Auszeichnung. Da ich hier im Tutorial leider bereits alle aufgesammelt habe, befinden sich die hier nicht mehr auf dieser Stelle. Hier in der Kaserne ist dann der nächste auf dem Holztisch. Damit ihr wisst, wie die aussehen, das sind ältere Tonbänder, natürlich mit alten Kassetten noch innen drin. Die Dinger kennt ihr ja vielleicht noch. Die kann man relativ leicht finden. Hier in der Nähe von dem Turm befindet sich noch eine, die habe ich noch nicht gesammelt. Sie sehen halt auf jeden Fall sehr alt aus. Alte kleine schwarze Kasten mit Kassetten innen drin, nicht so übersehen. Ganz einfach findbar. Wenn man alle gefunden hat, kann man sich alle Auszeichnungen und Videos im Zombie-Mode im Hauptmenü anhören. Die ersten paar waren direkt hier am Spawn. Dann in der Nähe der Stadtmitte befinden sich dann noch weitere. Eine nämlich noch in der Werkstatt. Dafür müsst ihr eigentlich nichts weiteres tun. Ihr müsst einfach nur hier dieses Haus finden. Wenn ihr die Treppen hochgeht, direkt im Bücherregal befindet es sich. Da ist sehr gut versteckt, aus dem Grund übersieht man es gerne mal. Dann in der Stadtmitte, in der Nähe von dem Bundeswehrwagen, auf einer kleinen Holzkiste befindet sich noch eine weitere Tonspur. Dann müsst ihr in Richtung Flussufer laufen. Dort befindet sich dann in der Nähe der Statue auf einer kleinen Holzbank eine weitere Auszeichnung. Dann in der Nähe der Mystery Box befindet sich noch eine weitere auf einem Holzfass. Dort könnt ihr dann auch direkt die Treppe hinuntergehen. Dort unten angelangt, direkt auf den Tisch, befindet sich die nächste Auszeichnung. Hier in der Nähe gibt es auch noch ein Easter Egg. Nicht bei einem speziellen Fenster erscheint manchmal Dr. Straub. Um ihn handelt es sich auch bei den Videodateien. Wenn ihr ihn anfeuert, bekommt ihr dadurch auch noch eine geheime Visitenkarte und noch eine geheime Auszeichnung. An sich eigentlich cool gemacht. Hier unten dann, in der Nähe von der Statue von Barbossa, befindet sich die nächste Auszeichnung. Sie befindet sich auch auf einem kleinen Holztisch. Wenn ihr diese gefunden habt, könnt ihr dann wieder zurück in die Kommandozentrale. Dort befindet sich dann auch direkt eine weitere in der Nähe der Röhre in Richtung Packer Punch. Der Weg natürlich muss erstmal freigekauft werden. Dafür müsst ihr das Easter Egg geschafft haben, beziehungsweise bis zu dieser Stelle, dass ihr die Salzbergwerktür öffnen könnt. Dort in der Nähe der Röhre befindet sich dann die nächste Auszeichnung. Die letzten drei Auszeichnungen befinden sich dann in der Leichenhalle am Tisch hier um die Ecke. Dann, bevor ihr hier den Raum verlässt, wenn ihr den Weg entlang läuft, befindet es sich direkt neben der Tür auf einem kleinen Tisch. Das ist sehr gut versteckt, übersieht man auch sehr gerne. Die letzte Auszeichnung befindet sich in den Katakomben auf einer kleinen Holzkiste. Die findet ihr auch relativ einfach. Ihr könnt ihr einfach den ganzen Weg ablaufen, wie ich hier gerade. Wir befinden sich alle auf dem Weg. Dort befindet sich noch die letzte Auszeichnung, dann habt ihr alle vollständig und sie könnt ihr euch dann im Hauptquartier anhören, beziehungsweise im Hauptmenü. Wenn ihr noch weitere Tutorials haben wollt, zum Beispiel wie man hier Pack-a-Punch freilegt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Sonst wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit den Auszeichnungen. Marikin, wenn du das hier hörst, dann hast du meine Briefe erhalten. Ich bete zu Gott, dass es dir gut geht und dass du in Begleitung der alliierten Streitkräfte kommst. So viel erzählen, so viel sagen. Aber was am wichtigsten ist, ich hatte Unrecht. Und wie? Bezüglich des Reichs, dir und überhaupt allem. Der Führer hat mich beauftragt, etwas Hervorragendes zu erschaffen. Einen Soldaten, der nicht ruht, einen Soldaten, der nichts fürchtet, einen Soldaten, der sich dem Schatten des Todes stellt. Ich habe diesen Soldaten gefunden. Oder vielleicht sollte man besser sagen, ich habe ihn geboren. Aber ich greife hier zu weit vor. Ich hatte begonnen zu glauben, wir würden keine Artefakte mehr finden, die signifikant wären. Aber dann ein Gottesgeschenk, der größte Fund meines Lebens. Das Heft des legendären Schwerts des römisch-deutschen Kaisers. Friedrich Barbarossa, die Verkörperung deutschen Edelmuts, deutscher Macht. Das Ahnenerbe sollte das Schwert für Hitlers persönliche Sammlung beanspruchen und konnte es nicht bewegen. Nicht mit Ketten, nicht mit Traktoren, gar nicht. Wenn der Berg nicht zum Profit... Ich habe alles zum Berg gebracht. Werkzeug, Personal, den führenden Waffenexperten der Wehrmacht, Gruppenführer Heinz Richter. Wer konnte ahnen, dass wir etwas entdecken würden, das unser Verständnis der Welt völlig verändert?
ohne überhaupt die magnetische Sphäre zu durchstoßen, die das Heft umgibt, gewinnen wir von ihm sogar jetzt schon gewaltige Mengen von Energie. Und hier machte ich meine allergrößte Entdeckung. Während eines frühen Experiments, ich versuchte, Energie aus dem Heft zu gewinnen, überhitzte sich ein Kabel und riss. Es traf ein paar Wachleute und tötete sie gleich. Sie waren tot. Und dann waren sie es nicht. Ich sah, wie der erste Soldat auf einmal zuckte, wie wild. Und dann begann er, auf mich zuzulaufen. Und seine Absicht war glasklar, mich zu töten. Glücklicherweise kamen andere Soldaten, die ihn erledigen konnten. Aber ich hatte etwas Erstaunliches gesehen. Ich sah den Sieg über den Tod. Und ich sah eine Vision der Zukunft unseres Führers. Nachdem ich nach Hause gekommen war und Vaters Laden übernommen hatte, war ich wütend. Fuchsteufelswild. Schlimm genug, dass ich mein Studium in Heidelberg abbrechen musste, um ihn zu versorgen. Aber mein Mentor, mein Vorbild, Professor Lehnert, der Mann, der für die deutsche Physik verantwortlich ist, er ging während meiner Abwesenheit in Rente. Mein Traum, eine Rolle in der deutschen Renaissance der Wissenschaft zu spielen, war tot. Ich verlor die Hoffnung. Es war eine dunkle Zeit. Ich weiß, dass unsere Auseinandersetzungen hässlich geworden waren. Ich war überzeugt, dass die Nationalsozialistische Partei die strahlendste Zukunft für unser Volk bedeutete. Und du sahst nur die Finsternis. Du sahst viel klarer, als ich es tat. Ich kann es dir nicht vorwerfen, dass du gegangen bist. Oder dein Schweigen. Du hattest mir von deinen Plänen erzählt, überzulaufen. Von deinen Verbindungen in Cambridge und deinen Plänen, dem britischen Geheimdienst beizutreten. Deine Ziele waren dir immer klar, aber meine waren zerstört worden. Ich sage dies, damit du mich verstehst. Mariechen, ich habe geweint, als sie es fanden. Als die Arbeiter aus der Mine kamen und über ihre Entdeckung sprachen. Dieses legendäre Artefakt, deshalb war ich dort, das war mein Sinn. Um das mächtige Schwert des Eroberers zu unserem Führer zu bringen. Mein Leben hatte wieder eine Bedeutung. Ich war es, der den Nazis davon erzählte. Mein Kontakt an der Universität verwies mich an Richard Darre. Von da an dauerte es nur ein paar Tage, bevor das Ahnenerbe mit einem ganzen Truppenbataillon anrollte. Ich selbst führte Dr. Straub hinab in die Kapelle, zeigte ihm das Heft von Barbarossas Schwert. Es war, wie eine Flamme zu nah an ein Pulverfass zu führen. Straub sperrte Mittelburg ab, weil er wusste, dass unser kleines Dorf der perfekte Deckmantel war. Die Dorfbewohner konnten ihr Leben weiterführen, aber sie konnten nicht fort. Ihre Post wurde gelesen, aussortiert, verbrannt oder umgeschrieben. Wer Fragen stellte, wurde erschossen. Zu diesem Zeitpunkt begannen Zweifel in mir aufzusteigen. Das Salzbergwerk wurde in ein Labor umgebaut. Das Schwertstück, dieses Heft, ließ sich nicht von seinem Ruheplatz entfernen. Der Anführer der Truppen, Gruppenführer Heinz Richter, stürmte deswegen fluchend durch die Tunnel. Dr. Straub hatte alle Hände voll zu tun, damit er die Kapelle nicht sprengte. Diese beiden, sie waren eine schlechte Kombination. Ich habe mich Dr. Straub mit all der Gier und dem Ehrgeiz vorgestellt, die ich aufbringen konnte. Ich wusste, dass er erkennen würde, wie das Schicksal mich zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Ort gebracht hatte. Ich legte ihm meine Arbeiten vor, etwas von der Forschung, die ich mit Lena betrieben hatte. Er hat auf mich herabgesehen. Sagte, meine Arbeit wäre die eines Amateurs, schlecht dokumentiert. Aber letztendlich sagte er, dass ich von Nutzen sein könnte, weil ich mich hier auskannte. Und wie ein verzweifelter Narr war ich dafür dankbar. Ich habe mich bei ihm bedankt. Er wusste von unserem Vater, Marie. Er hatte davon gehört, wie Vaters Waffendesigns der kaiserlichen Marine geholfen hatten. Aber er lachte,
lachte darüber, dass der brillante Heinz Fischer als Spielzeugmacher endete. Ich sagte ihm nicht, dass Vater sich aus Buße dazu entschieden hatte, Spielzeuge herzustellen, um Freude zu bringen, wo seine Erfindungen zuvor nur Tod gebracht hatten. Ich hätte auf Vater hören sollen. Ich hätte zuhören sollen. Wir haben hier schreckliche Dinge getan, monströse Dinge. Straub ist perverser, als du es dir vorstellen kannst. So angetrieben davon, das ewige Reich herbeizuführen, dass ihm alles egal ist. Er wird sich von nichts aufhalten lassen, Marie. Straub war vom Schwertheft besessen. Von den seltsamen physikalischen Begebenheiten, die es an den Berg fesselten. Richter wollte daraus nur eine Waffe machen. Von Anfang an stritten sie. Dieser Konflikt ruinierte alles. Weckte er auch eine Hoffnung in mir. Weißt du, Straubs Konzentration auf das Schwertheft machte ihn blind für entscheidende Informationen. Informationen, die überall um ihn herum waren. Die Kapelle war mehr als nur eine Ruhestätte für dieses Stück aus dem legendären Schwert des Kaisers. Nun, es war, wie Vater es uns erzählt hatte, Marie. Kunst erzählt eine Geschichte. Und in den Schnitzereien und Statuen um das Heft entdeckte ich eine Geschichte, die ich nie erwartet hätte. Geistkraft. So nenne ich diese neue Form der Energie. Sie wird geleitet durch das menschliche Nervensystem. Sie aktiviert dort die primitivsten Bereiche des menschlichen Cerebellums. Die Untoten werden erhalten durch dieselbe Energie, die sie treibt. Sie sind Maschinen aus Muskeln und Knochen, getrieben von der Loyalität zu ihrem Meister. Ich habe nun die Schmerzrezeptoren an diesen Leichen gereizt. Das steigert Kraft und Tempo der Soldaten. Als jemand, der sich der ausgiebigen Erforschung von Schmerzeffekten widmet, hat es mich inspiriert. Ich habe hier meine Berufung gefunden. Ich bringe den Schmerz in die Welt. Ich wurde verraten. Klaus hat von Anfang an meine Arbeit sabotiert. Er wird es büßen. Und dieser Bastard Richter, der Mann, der mir doch eigentlich helfen und meine Anlage beschützen sollte. Er wurde verlockt von der Macht der Waffen, die wir mit der Geistkraft bauen können. Die Untoten sind ausgebrochen. 5-mal schon. Wir sind der Vollkommenheit so nah, so kurz davor, eine Armee zu erschaffen. Und was passiert, wenn ihre Panzer anrollen? Ihre mächtigen Kriegsmaschinen! Ich baue so viel mehr als nur einfache Soldaten. Was ich baue, wird ihren mächtigsten Staat zerreißen und ihre Festungen in den Staub treten. Ich erschuf den Teufel persönlich. Hier ging es um mehr als vergrabene Schätze. Ich habe Hinweise darauf gefunden, wieso das Schwert zerbrochen worden war, wieso es versteckt wurde und wieso es so schwer zugänglich war. Hier sind Mächte am Werk, die jenseits der Geschichte existiert haben. Verborgene Mächte. Ein Geheimnis, das finsterer ist, als sich selbst Herr Himmler vorzustellen vermag. Leider fand Straub ein paar meiner Notizen über diese Möglichkeiten. Er bekam einen Wutanfall und beruhigte sich erst, als ich seine eigenen Worte zitierte. Dass meine Arbeit die eines Amateurs sei, schlecht dokumentiert. Ich war auf der Suche nach mehr Beweisen. Er schwieg und ging. Kurz darauf begann er damit, gestohlene Kunst in den Bunker zu bringen. Siehst du, er hatte die Basis meiner Idee genommen und sie weiter ausgeführt. Wenn Straub sich dazu entschieden hätte, mit mir zu
zusammen daran zu arbeiten, hätte ich besser ausarbeiten können, wieso diese Kunstwerke die Hinweise enthalten könnten, die wir brauchten, um das Heft freizusetzen. Aber nein, Straub sieht Informationen als Waffe. Er vertraut sie niemandem außer sich selbst an. Das ist seine größte Schwäche. Ich kann es nicht klarer sagen. Es gibt andere Mächte, die von dem Schwert wissen, von seinen Kräften. Und sie arbeiten aktiv daran, dass es uns nicht in die Hände fällt. Eine Geheimorganisation, eine Kabale, die darauf versessen ist, dies verborgen zu halten. Soldaten, Künstler, Ingenieure, ich weiß nicht, wie tief das geht. Aber Straub weiß jetzt davon. Du solltest es auch wissen. Suche zuerst nach Gemälden von jenen Malern, die gegen die Nationalsozialistische Partei sind. Ich vermute, dass sie für diese Sache am einfachsten einzuspannen wären. Zweitens, haben mich meine Nachforschungen auf Wege geführt, die weit über Mittelburg hinausreichen, über Deutschland hinaus. Mariechen, bereite dich auf eine Reise vor. Das ist vielleicht alles, was ich dir mitteilen kann. Straub traut mir jeden Tag weniger. Liebe Schwester, ich habe meine Zeit hier damit verbracht, einen Weg für dich vorzubereiten, um Straub und das Böse, das er verursacht hat, zu besiegen. Ich habe seine Arbeit sabotiert. Ich habe Waffen und Werkzeuge versteckt, die es dir ermöglichen werden, dich dem Schrecken zu stellen, der unter dem Berg hervorwächst. Es ist meine Hoffnung, dass du mir irgendwie vergeben kannst. Ich muss jetzt untertauchen. Ich werde Straubs mächtigste Waffe freisetzen. Ich kann nicht versprechen, dass ich das, was als nächstes geschieht, überleben werde, aber ich werde dafür beten, dass es einen Weg öffnen wird, der dich in diesen Albtraum hineinführt. Und wenn das passiert, habe ich keinerlei Zweifel daran, dass du ihn bezwingst.